Turbine TV wird Ihnen präsentiert von der AOK Nordost, die Gesundheitskasse. Zum Start des zweiten Turniertages sind die Turbinen gleich früh gefordert. Die Däninnen von Fortuna Jörring zunächst Wacher, aber Zala Merschnick auf dem Posten. Sie wechselt sich ja in der Halle jeweils mit Vanessa Fischer ab. Aber dann ist Turbine da. Sarah Agresch mit dem Treffer zum 1:0. Fortuna Jörring ist stets ein gefährlicher Gegner. Aber am Ende macht Potsdam den Sack zu. Erst schließt Klara Tschajnova eine sehenswerte Kombination ab. Ja, das ist kein Fußball. Und dann sorgt Sarah Agresch mit ihrem zweiten Treffer per Bogenlampe für den Endstand. Also 3:0 am Ende, eine klare Sache. Die Turbinen sind also wach am Sonntagmorgen. Wie wach bist du? Nina Ehegötz ist bei uns. Ich muss zum Glück gerade noch nicht spielen, aber zum Zugucken reicht es auf jeden Fall. Ja, es war ja dann doch, also zumindest vom Ergebnis her, natürlich eine runde Sache. Wie hat es dir gefallen? Ja, ich finde, wir waren schon erstaunlich wach, haben die Tore echt schön rausgespielt. In ein, zwei Situationen hat man gemerkt, dass die Beine schon ein bisschen müde sind, aber ich glaube, das ist ganz normal jetzt in der Vorbereitung und dann am Sonntagmorgen, ja. Und ich hatte den Eindruck, ein bisschen besser war die Mannschaft eingespielt jetzt in der Halle, also es braucht auch immer ein bisschen, ne? Ja, auf jeden Fall, vor allem, weil wir dieses Jahr auch gar nicht in der Halle trainiert haben und auch keine anderen Hallenturniere gespielt haben. Deswegen ist das, glaube ich, ganz normal, dass das dann ein bisschen dauert, bis man sich da eingespielt hat. Der Gruppensieg ist jetzt im Grunde schon klar gemacht worden. Jetzt das letzte Spiel noch gegen Roter Stern Belgrad. Da dürfte dann eigentlich auch nichts mehr anbrennen, oder? Ja, ich hoffe natürlich, dass wir das auch gewinnen. Aber ich glaube, wenn wir spielerisch weiter so machen, dann habe ich da keine Bedenken. Das heißt, auch der Turniersieg ist mal wieder drin, meinst du, in diesem Jahr? Ja, das hoffe ich natürlich, aber ich finde, dass die Mädels das bis jetzt echt gut machen und ja. Alles klar, vielen Dank und jetzt geht's erstmal weiter gegen Roter Stern Belgrad. Und zwar zunächst mit dem Führungstreffer für die Serbinnen durch Andriana Trisic. Doch Sarah Agresch sorgt postwendend für den Ausgleich. Und dann geht er ab, der Turbine Express, anschnallen und genießen. 7 Tore in 7 Minuten bis zum 8:1. Zu 1, also gegen Roter Stern Belgrad. Die Turbinen haben sie ja geradezu überrollt. Dina Orschmann ist bei uns. Ist dann die Mannschaft jetzt noch aufzuhalten? Ich glaube nicht. Also sie haben heute wieder einen guten Tag erwischt wie gestern und am Anfang natürlich ein bisschen brenzlig mit dem 1:0 in Rückstand gegangen, aber die 8 Tore waren dann sehr gut herausgespielt und jetzt sind sie wieder warm und bereit fürs Halbfinale. Absolut, heute Morgen ja auch schon wach gegen die Däninnen aus Jörring. Ich habe den Eindruck, im Gegensatz zu gestern, jetzt sind sie auch noch richtig eingespielt. Genau, also ich glaube, sie haben jetzt ihr System gefunden. Also da sind gute Kombinationen dabei gewesen und ich freue mich auf alle Fälle jetzt aufs Halbfinale. Wie ist das bei dir persönlich? Verletzungsbedingt darfst du ja natürlich nicht ran. Hättest du denn Lust? Würdest du gerne in der Halle spielen? Ja, schon. Also es kitzelt mich schon, da mit aufs Feld zu springen, aber geht leider noch nicht. Deswegen heute von außen, aber sieht schon sehr spaßig aus, also würde ich gerne mitmachen. Okay, also der Gruppensieg ist natürlich jetzt klar gemacht worden. Du hast also Optimismus fürs Halbfinale und Finale? Definitiv, ich bin da sehr optimistisch, dass wir das heute rocken.